Ja, Leute, herzlich willkommen wieder bei Autor am Brettchen mit Fritz. Aufgrund der Dringlichkeit möchte ich jetzt ohne große Floskeln diesen Film entsprechend auszuarbeiten, einfach mal über die Funktions- und Wirkungsweise einer Kernwaffe sprechen und auf was wir uns bei einem Kernwaffeneinsatz einstellen müssten. Mal zunächst gesagt, eine Atombombe ist vom Prinzip her ein spaltbares Material, radioaktives Material, das reaktionsfähig ist. Wenn eine kritische Masse zusammenkommt, kommt es zu einer unkontrollierten Kettenreaktion und damit praktisch zu einer Atomexplosion. Dies wird mit Hilfe eines Detonators geschehen, dass diese kritische Masse zusammengebracht wird. So funktionierte zum Beispiel die Bombe von Hiroshima oder auch von Nagasaki. Die heutigen Bomben haben dann zusätzlich eigentlich noch außen drumherum schweren und überschweren Wasserstoff, das heißt Deuterium oder Tritium, und sind wiederum entsprechend mit einem entsprechenden Material eben eingeschlossen. Wenn es zur inneren Kernexplosion kommt, kommt es zu einer Fusion dieses Wasserstoffes und und der umgebenden Hülle, und die verstärkt die Explosion ganz erheblich. Und das ist der Grund, warum es heute eben Nuklearwaffen gibt, Wasserstoffbomben gibt, die eben mehrere Megatonnen Sprengkraft haben. Und diese Bomben sind entsprechend der Menge, die natürlich hier an Deuterium oder Tritium beinhaltet, entsprechend steuerbar in ihrer Stärke, wie sie explodieren sollen. Was zunächst einmal passiert, sollte es zu einem Atomwaffeneinsatz kommen, ist wahrscheinlich, dass es zunächst eine abschreckende Wirkung haben wird. Das heißt, es gibt diese 40 Eskalationsstufen, wie man sie es im Kalten Krieg vorgestellt hat. Das heißt, dass in einem Gebiet, zum Beispiel auf dem Meer, eine Atombombe gezündet wird, ohne dass sie Schaden anrichtet, aber damit eine Warnung an die Gegenseite signalisiert wird. Das wäre so der erste wahrscheinliche Moment, wenn es zu einer Eskalation der Situation käme. Käme es weiter, dann müsste man damit rechnen, dass man die verschiedenen Wirkungsweisen dieser Bombe für sich ausnützt. Das heißt, wir müssen uns jetzt unterhalten, wie die einzelnen Wirkungsweisen sind. Und die sind folgendermaßen. Ja, als erstes bei der unmittelbaren Zündung geschehen mehrere Phasen dieser Funktionsweise der Bombe gleichzeitig. Die erste Phase, über die wir sprechen, ist das sogenannte EMP. EMP bedeutet elektromagnetischer Impuls. Dieser Impuls bedeutet, dass in einem größeren Umkreis, je nachdem, wie die Bombe gezündet wird, es zur Zerstörung von elektronischen Anlagen führt. Das heißt also, wenn diese Bombe zum Beispiel in großer Höhe gezündet wird, ja, nahe des Weltraums, ja, würde eine, muss gar nicht einmal so groß sein, diese Bombe, würde es zum elektromagnetischen Impuls kommen, und diese zerstört über Hunderte oder Tausende von Kilometern alle Elektronik. Das bedeutet, dass Radar ausfällt, dass Funk ausfällt, dass Internet ausfällt, dass Fahrzeuge nicht mehr fahren, Computersysteme ausfallen und so weiter. Das heißt, die Gegenseite ist plötzlich mit einem Schlag blind. Ja, gleichzeitig mit der Detonation erfolgt eine intensive radioaktive Strahlung, und zwar durch Gamma- und Neutronenstrahlung. Diese elektromagnetische Strahlung breitet sich wellenförmig aus, so wie das Licht. Sie ist sehr intensiv und kann also durch auch mehrere Meter Beton durchdringen,
Und je nachdem, wie viel Strahlung das eben hier ausgesendet wird, ist diese Strahlung natürlich in der Nähe einer Bombe absolut tödlich. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass diese Strahlung alle Materie, die bei der Explosion automatisch mit in die Luft gerissen wird, sozusagen ionisiert wird. Das ist die sogenannte ionisierte Rückstandsstrahlung, die uns dann später noch interessieren wird. Zeitgleich mit der Explosion entsteht also dieser berühmte Lichtblitz, ja, dieser Atompilz. Dieser Atompilz selber hat einen, je nach Bombenstärke, einen unterschiedlich großen Durchmesser. Der kann also bei einer 15-Kilotonnen-Bombe einen Durchmesser von wenigen 100 Metern haben. Und bei einer Bombe mit einer Stärke von etwa einer Megatonne ca. 2,2 Kilometer. Dieser Feuerball, der hier entsteht, hat eine Temperatur von bis zu 20 Millionen Grad Celsius und hat einen Druck, der sich ausbreitet mit etwa 5000 Atmosphären. Das heißt, dieser Feuerball ist buchstäblich die Bombe an sich selbst, die sozusagen jetzt ihre Zerstörung einerseits durch Hitzeeinwirkung und auf der anderen Seite durch die Ausbreitung der Druckwelle die entsprechende Zerstörung verursacht. Das bedeutet, dass im Umkreis etwa um das 3, 4, 5-fache dieses Feuerballdurchmessers die totale Zerstörung ist. Das heißt, hier in diesem Bereich ist eigentlich ein Überleben unmöglich. Das heißt, alle Materie verdampft in der Hitze und gleichzeitig durch die Druckwelle eine entsprechende Zerstörung. Mit zunehmender Entfernung dieser Explosion wird diese Druckwelle, die zunächst im Überschallbereich sich ausbreitet, sich verlangsamen und hat dabei die komplette Atmosphäre verdrängt. Das heißt, nach dieser Explosion stürzt diese Atmosphäre wieder zurück in dieses Vakuum und es erfolgt also nicht nur ein Luftstoß in eine Richtung, sondern kurz nach dem ersten Luftstoß erfolgt ein zweiter, der ebenfalls heftig ist, aber natürlich nicht ganz so heftig als die Explosion selber, aus der anderen Richtung und wird Gebäude ebenfalls zerstören, die bereits vielleicht den ersten Stoß ausgehalten haben, aber dann eben durch die zweite Stoßwelle aus der anderen Richtung eben dann zum Einsturz gebracht werden. Also das ist mal zunächst das Primäre einer Atomwaffe. Das heißt, wenn ich in einer Entfernung von dieser, möglichst hohe Entfernung natürlich von dieser Bombe bin, habe ich also durchaus eine entsprechende Überlebenschance. Das Problem ist, dass zunächst bei dem Lichtblitz, bei der Zündung ein Lichtblitz entsteht, der das Mehrfache der Helligkeit der Sonne hat. Das heißt, wenn ich in diesen Lichtblitz reinblicke, werde ich erblinden. Das heißt, die Netzhaut wird verbrannt. Das heißt, es ist eine dauerhafte Erblindung. Das bedeutet, ich muss also sofort schauen, dass ich mich schütze, dass ich mich auf den Boden werfe, die Augen dabei schließe, das Gesicht in den Boden drücke, damit ich also nicht durch den Lichtblitz in großer Entfernung von der Bombe erblinde. Das ist also das Erste, was einem einfällt. Das Zweite ist die Druckwelle. Und die Druckwelle wird sich entsprechend auswirken. Das heißt, je weiter, dass ich natürlich von dieser Bombe entfernt bin, desto besser ist es natürlich für mich. Und bereits geringe Hindernisse können hier Überleben und Tod entscheiden. Das heißt also, der Luftdruck, der geht sozusagen über einen drüber, wenn ich ja, ein
wo ich halt bin, wenn ich jetzt unter einem Randstein liege, dann geht die Druckwelle sozusagen hier drüber. Also tatsächlich ist hier ausschlaggebend, dass man möglichst tief reinkommt in die Erde, dass wo dieser Luftstoß entsteht, wie bei jeder anderen konventionellen Explosion auch, die Druckwelle einen nicht erfasst und alles drüber geht. Genauso werden natürlich alle Gegenstände, Materie zu Geschossen. Das heißt also Glassplitter, Ziegelsteine, alles was hier daherkommt, wird zum Geschoss und ist tödlich. Das heißt, wenn dieser Dreck über einen drüber geht, dann hat man also Glück gehabt. Das heißt also, die geringste Deckung hilft einem also tatsächlich hier in diesem Falle eine unmittelbare Explosion zu überleben. Ein Problem ist natürlich der Überdruck, der durch diese Stoßwelle hervorgerufen wird. Das heißt, dass Trommelfelle platzen können und wenn der Druck entsprechend hoch ist, können auch innere Organe dabei verletzt werden, wie bei jeder anderen Explosion auch. Das bedeutet, je weiter, dass ich mich also in Deckung begeben kann, umso besser ist es. Das heißt, wer jetzt weiß, dass es zu einer Explosion kommt, wenn er sozusagen in einem Keller Schutz sucht, vielleicht fensterlos oder unter einem Fenster, der hat natürlich erheblich höhere Chancen als jemand, der sich im Freien aufhält. Es ist ganz entscheidend, wie eben die, ja, sozusagen meine Deckung ist, dass diese Druckwelle über mich hinweggehen kann, ohne dass ich durch die Druckwelle größere Verletzungen erhalte. Das heißt, in einer Entfernung etwa dem Fünffachen dieses Feuerballdurchmessers ist also ein Überleben durchaus möglich. Ja, sollte man also diese Nuklearexplosion überlebt haben, kommt jetzt das nächste Problem. Die radioaktive Rückstandsstrahlung durch die Ionisierung. Diese kann jetzt ganz unterschiedlich sein. Sie hängt davon ab, wie der Wind geht, ob es regnet, und so weiter, kann dieser radioaktive Fallout also auch über eine größere Distanz sich ausbreiten. Es ist eigentlich nichts anderes als die Masse, die bei der Explosion in die Luft geschleudert wurde und durch die Anfangsstrahlung sozusagen verstrahlt wurde, fällt jetzt wieder zurück. Diese Stoffe, die sind Schwebstoffe, sind Staubstoffe, die im Laufe der Zeit rasch an Strahlungswirkung nachlassen. Das heißt, es ist jetzt wichtig, mindestens für 14 Tage, besser 3 Wochen, sozusagen, sich möglichst von dieser Strahlung fernzuhalten. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Schutzraum. Ja, die Schweizer haben jetzt hier natürlich ganz klare Vorteile, weil sie eben entsprechende Schutzräume haben, auch mit entsprechenden Luftfiltern. Die haben wir in Deutschland leider nicht. Das heißt, wir müssen uns sozusagen in Kellern einrichten. Am besten einen Keller, der nicht zu groß ist. Ich werde auf das Thema Schutzraum noch gehen und müssen schauen, dass wir diesen Raum so weit abdichten, dass möglichst wenig Staub in diesen Keller hereinfallen kann. Und da haben wir Prepper jetzt natürlich einen großen Vorteil, weil wir bereits Ausrüstung, Wasser und so weiter gelagert haben. Das heißt, ich muss schauen, dass ich dieses Material nach Möglichkeit bereits in meinem Keller habe und möglichst viel Material zwischen mir und der Außenwelt sozusagen bringen kann. Das heißt, ich verbarrikadiere die Türe, ich verbarrikadiere Fenster, ich versuche zum Beispiel durch feuchte Tücher den Staub nach Möglichkeit draußen zu halten. Hier sind auch durchaus auch das Tragen von Schutzmasken
FFP2-Masken durchaus auch sinnvoll. Ist klar, die kann man nicht da andran, aber es bedeutet, die Hauptgefahr, die ich jetzt eigentlich habe, ist diese Rückstandsstrahlung. Das sind Alpha- und Beta-strahlende Materialien, die also nicht sehr weit durchdringen, aber eben entsprechenden Schaden anrichten und zur Strahlenkrankheit führen können. Und im späteren Verlauf auch zu Krebs und zu genetischen Veränderungen. Und das bedeutet, ich muss schauen, dass ich dieses Material nicht in meinen Körper bringe. Das heißt, ich versuche meinen Körper dadurch zu schützen, dass ich möglichst mich so bekleide mit Regenschutz etc., um möglichst nichts an die Haut zu bekommen, dass ich eine Schutzbrille trage, ja, und schaue, dass ich möglichst nichts von diesem Material einatme oder auch über Nahrung aufnehme. Das heißt, wenn ich eine Lebensmitteldose öffne, muss ich die vorher reinigen, bevor ich die öffne, damit ich also keine Rückstandsstrahlung mit in diese Lebensmittel mit reinbekomme. Ich muss schauen, dass ich in diesem Keller ausharren kann. Deshalb wichtig die Vorbereitung, dass man sich einen Schutzraum aneignet oder einrichtet. Wie das geht, wie gesagt, besprechen wir. Nach etwa diesen 14 Tagen, 3 Wochen, muss man eben schauen, welche Meldungen das man erhält. Deshalb auch dieses stromlose oder Kurbelradio, das wir bereits haben, kann hier sinnvoll sein, vor allen Dingen auch im Kurzwellenbereich, dass man aus großen Entfernungen Informationen erhält, was in einem Gebiet passiert ist und wie stark die Strahlung ist, dass man zu diesen Zeiten wieder raus kann. Und dann kann ich, je nachdem, wie die Situation ist, dieses Schadensgebiet verlassen. Es ist wahrscheinlich, dass wenn es zu einem begrenzten Einsatz von Nuklearwaffen kommt, dass also nicht eine Bombe die andere Vernichtungskreis sozusagen schließt, es durchaus möglich ist, sich aus diesem Gebiet zu entfernen und dass die Zerstörungen sich so im Rahmen halten, dass ein Überleben danach möglich ist. Es wird zu sogenannten Hotspots kommen. Das heißt, Bomben, die nicht richtig explodiert sind, können radioaktives Material auf den Boden bringen. Und diese kann natürlich in die Erde eindringen. Und diese wird auch im Laufe der Zeit durch Witterung, durch Regen und so weiter mehr und mehr in die Tiefe sinken. Und dadurch eben es wieder möglich machen, dass in einem bestimmten Gebiet nach Wochen und Monaten nach so einer Kernwaffenexplosion ein Überleben wieder möglich ist. Dass es möglich ist, wenn nur einzelne Bomben explodieren, sieht man an Hiroshima und Nagasaki. Aber man sieht eben auch auf Bikini, wenn alles zerstört wird und Hunderte von Bomben in einem Gebiet runtergehen, dann ist es wirklich das Armageddon, das Ende. Und das muss man einfach auch so sagen. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem ersten Film, ich werde ihn noch ausführlicher machen, etwas weitergeholfen. Ciao, bis zum nächsten Mal.